Oh. Jetzt haben wir noch Nebel. Der Regen hat aufgehört, jetzt haben wir noch Nebel. Okay. So. Ja, Kokosnuss aufmachen, trinken und essen. Voll geil. Oh, das ist das Beste. Schön. Wir brauchen eine Kokosnuss oder was zum Schneiden. Wo kriegen wir das her? Na gut, hier gibt es wieder was zu essen. Ich habe immer Angst, wenn ich alle wegschlage, dass die ausgerottet sind quasi. Ich guck mal. Aber wo kriegen wir Kokosnüsschen her? Also hier, okay. Ich weiß nicht. Wir haben alle Kokosnüsse mitgenommen. Kleiner Zweig. Ja, irgendwie gibt es hier keine mehr. Das ein bisschen... okay, dann gucke ich mal nach dem Schneidewerkzeug. Werkzeuge. Und dann haben wir hier... Steinschneider, gilt das? Dafür brauchen wir einen Stein. Okay, wir sind hier. Gibt es hier irgendwo Steine? Hibiskus, Liane, Kurzohrfuchs. Kurzohrfüchse sind die Dinger, die machen, ne? Kokosnusspalme, Dattelpalme, Stein da hinten irgendwo. Warum gibt es denn so wenig Steine nur? Kann ich markieren? Ach du Sch... Was? Weltkarte? Was? Oh, ja, das ist aber, da hinten ist eine Insel. Oh, das ist aber, okay. Ja, die ist ein bisschen größer. Wir sind gerade auf der Übungsinsel quasi. Das hier ist gar nichts, nee. Haben wir da in den Crates irgendwas drin? Ein Haufen Schrott. Gibt halt nur Äste, das ist so doof. Muschel. Ist da ein Eisenfeuerstein drin? Nee. Ein Brotlaib, oh, hallo. Warte mal. Brotlaib, hier. Blub. Ein Laib Brot. 0 von 40. Wenn wir es ablegen wollen, können wir es hier machen. Unser Inventar ist voll übrigens. Unser Inventar ist voll. Das ist nicht gut. Ich würde sagen, wir schlabbern gleich noch mal ein paar Muscheln hier aus. Einmal mit flinker Zunge reingeschlabbert und ausgetrunken. So, aber. Die können wir mitnehmen, stacken können wir. Aber wir brauchen Steine. Gehe ich hier überhaupt richtig? Oh, shit. Das ist ja da. Finden wir denn keinen einzigen Stein mal so? Ist es nicht ein bisschen hart, dass es gar keine Steine gibt? Und vor allem ein bisschen unrealistisch. Wir haben einen großen Stein. Den können wir vielleicht zerlegen zu kleinen Steinen. Eventuell. Wir gucken mal. Haufen Schrott. Hier ist sonst nur... Das sind Reste von unserem Schiff. Zum Glück keine Leichen. Aber es muss auch mal so ein Stein irgendwo rumliegen. Hier sind überall Felsen und so. Na klar gibt es hier Steine. Normalerweise. I don't understand. Weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ein bisschen weird. Wetter ist heute schäbig. Wer das liest, nimmt einen Schluck von seinem Getränk. Ich muss ein Getränk holen. Ich hab die ganze Zeit keins mehr. Newsby, dankeschön. Vielen Dank, Newsby. Dankeschön. Das ist wieder eine Muschel. Davon gibt es zig, aber kein Getränk. Ich guck gerade da drüben nach Kokosnüssen. Ich will immer die Kokosnüsse haben. Das ist
ist mein großes Anliegen jetzt hier. Okay. Ich bin empört und enttäuscht. Kann man die Muschel auch kochen? Ja, das kann sein. Das ist absolut möglich. Wahrscheinlich auch ein bisschen besser als eine rohe Muschel zu essen, ne? Sehr leer die Welt. Na, eigentlich nicht. Wir sind hier am Strand und die Insel ist riesig. Also wir sind hier gerade noch am in den Außenbezirken, im Tutorialgebiet quasi. Also eigentlich da, wo wir vorhin waren, da war schon ein bisschen was los. Hier ist so ein bisschen dunkel, weil heute ist Nebel und das nervt ein bisschen auf Dauer. Ja, sprinten. Wir sollten sprinten. Wir sollten mehr sprinten, um unsere Beine ein bisschen zu trainieren. Aber ich muss halt auch was trinken, ne? Das ist ärgerlich. So. Ich guck mal ganz, wo ist denn der große Stein, den wir haben? Baupläne. Voraussetzung 1. Primitive Falle. Stein-Axtklinge. Oder einfach 4 Steine draus. Ich bin krank, ich kann nicht streamen. So, Mire Müller, dankeschön, vielen Dank. Ja, Stream fällt leider aus, weil ich krank bin. Du hast eine Verletzung erlitten. Oh, im Dunkeln, wenn du müde bist, steigt die Wahrscheinlichkeit. Oh, wenn du erholt mal voller Gesundheit bist, sinkt die Verletzungsrisiko. Überprüfe die Verletzungswahrscheinlichkeit. Oben links, ich sehe nichts. Aber habe ich die 4 Steine? Nein. Ich will doch nur was trinken, Spiel. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Bin ich überhaupt richtig? Warte mal. Oh Gott. Ich sehe nichts. Hier ist der große Baum. Ich glaube, ich bin gerade einmal komplett rumgegangen. Warte mal. Oh, Kamille. Wenn ich jetzt eine Blutvergiftung kriege, dann eskaliere ich aber. Ein Stumpf. Ich suche gerade unseren Unterschalupf. War der nicht hier? Nee, hier nicht. Da waren aber so Bäume. Nee, jetzt bin ich zu weit. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Das müsste hier irgendwo sein. Vielleicht bei den Bäumen da drüben. Ich hätte gedacht, das war hier. Da hinten, da war der. Da war der, okay. Ist halt sehr dunkel gerade. So. Ba, ba, ba. Ba. Bau das Portable. Da war der. Da war der. Das Portable Bett. Ich baue jetzt erstmal gar nichts hier. Ich bin froh, wenn ich was sehe. Aber das war doch hier. War das nicht bei. Da war das. Da, hier war. Ja, hier war das jetzt. Hier war das jetzt. Ja, hier ist das Feuer. Hier ist das Bett. So, und jetzt würde ich sagen, ich schlafe erstmal. Gesunder wird regeneriert, sehr gut. Ich glaube, wir sind wieder gesund. Hoffe ich. C. Ein kleiner Schnitt. Chance auf Erholung 30%, Chance auf Verschlimmung 28%. Nein, meine Ausdauer hat nachgelassen. Nein, Medizin nehmen. Okay, die Bandage. Verwenden. Sehr gut. Hätte ich vielleicht vorm Schlafengehen machen sollen. Aber egal. So, das haben wir jetzt. Dann kann ich jetzt Steine machen. Wir müssen ganz schnell, weil ich habe Durst. Steine. Baupläne. Stein. Herstellen. Kostet eine Stunde. Newspy, dankeschön. Vielen Dank. Habe ich mich schon bedankt? Ich weiß gar nicht. Newspy, vielen Dank, dankeschön. Eine Kiste wäre gut. Erstmal müssen wir was essen. Also was trinken vor allen Dingen. Daraus können wir jetzt ein Werkzeug machen, und zwar einen Steinschneider. Oh boy, wir verdursten gleich. Kleine Palme, wir brauchen eine große, ne? Die da drüben. Oder die hier. Interaktion.
Dann Herstellung. Heilige Scheiße. So, hier. Auch nochmal herstellen. Dann... Oh, gut. So, Inventar. Das sieht nicht aus wie Green Hell. Nee, wirklich nicht. Oh, warte mal, und wir können ja essen. Wir haben noch die Spiegeleier. Geil. Und wir können die rohen Krabben auch noch machen. Solvay, dankeschön. Vielen Dank, Solvay. Okay, das haben wir gemacht. Wir haben die Kokosnuss, haben wir jetzt. Und jetzt können wir aus der Kokosnuss, konnten wir doch diesen komischen Pott machen, oder? Hier, Kokosnussgefäß. Lianenseil. Wir machen erst ein Lianenseil. Was ist denn das hier? Dünger, okay. Lianenseil. Wo war das nochmal? Ein Lianenseil. So, warte. Dann nochmal Herstellung und dann suche ich nochmal den Pott. Ab auf den Pott. So, dann haben wir das auch noch gemacht. Dann haben wir ein Gefäß, das heißt, wir können Regensammler machen. Wo ist ein... Kokosnuss-Regenwassersammler. Platzieren. Junge, 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 Junge. Mehr Menüs als Starfield. So, ich mach mal hier. Ich stell den mal einfach... Ich stell den mal hier hin einfach, ne? Dann hier so... Ich meine, ist auch gut. Wind, Sonne, Regen. Standortmerkmale, keine Schädlinge. Das ist aber gut. Bup. 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 Platzieren. Flo, dankeschön. Vielen Dank, Flo. Zum Glück haben wir noch eins. Jetzt Interaktion. Was kitzelt mich hier? So. Bauen. Hammer auswählen. Heilige Scheiße, ich kündige. Ich kündige gleich. So, raus aus der Sonne. Ein Hammer. Ja, oh, oh. Kleiner Stock, forschen. Kleiner Stock und großer Ast. Okay, wir brauchen einen großen Ast. Kann von einigen belaubten Bäumen gesammelt werden. Von einigen belaubten Bäumen. Großer Ast. Ist aber nicht der hier, oder? Gewöhnlicher Baumstamm. Den brauchen wir auch noch für irgendwas. Hab vergessen. So. Oh, was. Oh, puh. Oh, ist so. Pilzzunder. Geil, nehme ich mit. Ich bin gerade. Ich muss überleben hier. Wisst ihr, das ist sehr wichtig. Sonst, wenn ich nicht überlebe, dann bin ich ja tot. Und das ist ein Status, den ich möglichst lange gerne vermeiden möchte. So. Kamille. Ich weigere mich einfach zu sterben. Ein Stumpf, ausreißen. Nee, 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 nee. So. Ein Jurema-Preta-Baum. Langer Stock. Das ist aber nicht das, was wir brauchen, ne? Wir brauchen keinen langen Stock, sondern einen großen, oder? War mir nicht so? Großer Ast brauchen wir. Und wenn ich aber nur E mache? Langer Stock. Aber kein großer Ast. Tja. Ich suche hier mal rum. Da laufe ich auf keinen Fall durch. Da reißen wir uns irgendwas. Da drüben sind noch ein paar Bäume. Guck mal die Bäume da drüben an. So, warte. Sinkerpunk, dankeschön. Oh. Moment. Boah, diese ganzen Brennnesseln, ne? Ich muss die immer mal alle wegreißen. Damit wir nicht aus Versehen durchlaufen. Durchlaufen, Mr. Charles, was machen Sie denn? Mr. Charles. Dankeschön, Mr. Charles, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Warte, ich muss kurz ruhig sein. Kein Viech? Das da drüben ist aus dem Gesicht auf dem Stein.
Mahagonibaum, gewöhnlicher Baumstamm. Mr. Charles, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Tabak. Das ist ein Gesicht, oder? Na klar, das ist ein Gesicht. So. Mahagonibaum. Magahoni. Guck mal, hier sind auch so Säulen. Hier gab es mal eine Kultur. Da ist auch was Angemaltes. Hier gab es eine Kultur. Kauft jetzt diese Kultuhr im Gronk-Shop. Im Gronk-Shop, ja. Hier, guck, da. Ja, ist ja gut. Meine Fresse, irgendwann esse ich euch. Wie kann man so nervig sein? So, wir kriegen nichts daraus. Ne, Brennnesseltee gibt's hier nicht. Keine Entwässerung. Okay. Wir haben langsam Hunger, aber das ist kein Problem. Wir haben, glaube ich, noch zwei... Hab ich mich erschrocken gerade. Da ist eine Höhle. Wir ziehen ein bisschen auf links. Auf rechts meine ich. Wir ziehen ein bisschen auf rechts. Hier ist auch ein Gesicht. Oh, großer Stein. Wir ziehen ein bisschen auf rechts. Okay, das sollte man uns merken. Also ein bisschen links anpeilen. Na, guck mal. Bei denen traue ich mich noch nicht, weil die greifen halt an. Und ich will nicht verwundet werden. Hühner greifen nicht, also Hühner greifen eigentlich schon an, ne? Aber die hier nicht, die sind lieb. Hühner eigentlich das böseste Volk unter Gottes Erde. Unter Gottes Erde. Ja. Okay. Man wird ganz gut mit Content erschlagen. Oh ja, das merke ich schon. Ich weiß nicht, wo ich die Dingens herkriegen soll. Langer Stock, aber wir brauchen einen großen Ast. Es gibt keinen großen Ast. Oder, also zumindest nicht auf der Karte. Okay. Ich weiß nicht, wo ich den hernehmen soll. Ne, einen großen Ast. Ein Ast ist ja nichts, was man craftet. Von einigen Bäumen. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon richtig. Ich würde es schon gern probieren, aber im Intro kommt man nicht mit dem Messer wegmachen. Ich muss den später mal einschätzen lernen. Aber es ist noch zu früh. Wie gefällt dir das Jahr 2024 bisher? Och, naja, es fängt schon lustig an. Bis jetzt, das richtige Wort ist, glaube ich, unterhaltsam, oder? Das ist noch nicht langweilig geworden. Es fing bereits sehr unterhaltsam an. Oh, Athletik, ja, hallo. Seht ihr, wie athletisch ich bin? Das ist doch nicht wahr. Ich werde es noch lernen. Direkt unterm Bug durchgeschossen. Nee, doch, unterm Bug, ne? Ist richtig. Direkt unterm Bug durchgeschossen. Die Hühner hier einfach. 1000 Leben. Aber wo kriegen wir einen großen Ast her, Mann? Die geben Eier, warum töten? Es gibt in Japan so ein Gericht, das heißt Mother and Child. Das ist Hühnchen mit Ei. Das ist ein bisschen bitter. Mein Galgenhumor fand das lustig. Warte mal, ich muss mal ganz kurz eben... Ah, ich muss mal eben ganz kurz eben was gucken. Ach so, ja, Lynn, ja gut, dann muss ich wohl nicht. Dann, ja gut, Lynn, da warst du schneller. Cool, danke dir. So. Die Frage ist, wo kriege ich einen fucking großen Ast her? Vorher können wir halt nicht weitermachen, also kann ich nicht weitermachen oder ich muss andere Dinge tun, aber um diese Dinge zu tun, brauche ich einen großen Ast. Auf der Karte war nichts. Auf der Karte war leider nichts. Den können wir auch nicht machen hier. Das geht auch nicht. Die Axt ist was kaputt, ne? Sagt uns rechts das Symbol. Okay, wir gehen vielleicht, weißt du was, wir machen ein Tutorial, wir gehen zur Grotte. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt zur Grotte. Ich frage mich, wo die ist, ich habe keine Ahnung. Ist egal.
wir machen jetzt das Tutorial oder die Quests oder bla, was auch immer. Dann machen wir das. So, das war so eine erste Nachricht heute. Ja, dann könnten wir theoretisch... Naja, mal gucken. Wenn er wieder auffällig wird, dann adieu. So, warte. Das hier ist die Grotte, ne? Aber die Frage ist, geht's von der Seite rein oder von der anderen Seite? Ich meine, Grotte ist eigentlich immer zum Meer hin. Habe ich gedacht. Sonst wäre es eine Höhle, keine Grotte. Halt die Schnauze da hinten, Mann, du Scheißvieh. Hier, da geht's rein, glaube ich. Glaube ich. Aber kommen wir da auch rein? Ja, hier geht's rein. Ja, ich glaube, jetzt... Oh, jetzt mal drin. Haben wir geschafft. Sehr gut. Gut, dann haben wir das auch gelöst. Freue ich mich. Da müssen wir nicht mehr machen. Sehr, sehr gut. Deine Axt ist fast kaputt. Deswegen sage ich gerade, meine Axt ist fast kaputt. Das zeigt das rote Symbol oben rechts. Das ist der Grund, warum ich dieses Mysterium von mir gegeben habe. Man war sich nicht ganz sicher, warum das wohl sein könnte, aber ich glaube, meine Axt ist kaputt. Lass mich raten, wir müssen von der anderen Seite rein. Der Eingang ist eigentlich gut sichtbar. Ach, hier, hier ist das Skelett. Gibt es hier Kokosnüsse? Ein Riesenbovist. Oh, nee, Bovist kann ich nicht mitnehmen. Oh, Riesen. Oh Gott, die sind Skorpione. How about no? Reife Kokosnuss. Was? Die liegen ja einfach rum. Wasser des Lebens. Notiz zum Wasser des Lebens. Ich lasse diese Flasche Wasser des Lebens hier, damit die Person, die sie findet, ihre Gesundheit wiederherstellen kann, falls ihr Schiff strandet. Viel Glück, mein Freund. Aber werde ich dann jünger? Brief von Pons. Captain Juan Ponce de Leon also survived the shipwreck. Sea currents brought him to this same island just a bit earlier before my awakening. He located the grotto and made it his temporary shelter. Then he started to act quickly and decisively. After building up the temporary camp, the captain began to explore the island. He named it the Island of Hope. During another trip, he heard distant cannon shots. It was a signal from one of our ships. The captain left this note, then hurriedly packed up and sailed toward the sound of the cannon fire. He was in a rush to help his crew. Running quickly, he forgot his spyglass on the other side of the island. If I find it, I will be able to look around the island. Wir müssen also auf die andere Seite der Insel. Ah, ja, nö. Eine Stelle vergessen habe, an der ich mit den Kanuschuss gehört habe. Du kannst es suchen, es befindet sich an einer auffälligen Stelle mit vielen Glühwürmchen. Mit vielen Glühwürmchen, wenn Jahre später jemand kommt, meinst du, die Glühwürmchen sind noch da? Du Vollidiot, Captain? Was ist das für ein Merkmal? Okay, Karte von Insel der Hoffnung. Pons de Leon markierte die ungefähre Position zweier Frischwasserquellen auf der Karte, die Grotte an der Küste und der... Die Grotte an der Küste, die hier, und der Ort, an dem er sein Fernglas verlor. Die Schrift sagt, dass das Fernglas an einem Ort verblieb, an dem man nachts Glühwürmchen sehen kann. Das ist ja Honk einfach. Unvollständige Regionalkarte. Es war mir nicht bestimmt, eine Karte der hiesigen Meere zu vollenden, aber sie könnte sich nützlich erweisen, um den Ort zu finden, an dem Santiago gesunken ist, ein paar Meilen von dieser Insel entfernt. Vielleicht gibt es dort noch etwas Brauchbares. Pons de Leon. Die Skorpione hier nerven schon ein bisschen. Ein Haufen Schrott. Da gibt es einen Knochen. Dann mache ich das. Nur ein Skorpion, glaube ich, ne?
Stück Yatoba-Harz, na klar. Eine Fackel wäre hier ganz gut, weil auf der schwarzen Fläche sehe ich nicht, ob da irgendwas ist. Ach, ihr seht das schon. Ich glaube, da ist nichts. Ich kann's, wenn ich genau hingucke, kann ich's erkennen. Ich glaube, da ist nichts. Ich glaube, wir kommen gut voran. Ja, man muss schon sehr gute Augen haben. Aber zum Glück kann ich sehr gut im Dunkeln sehen. Ja. Oh, was ist denn hier? Nichts. Gar nichts? Okay, cool. Da ist nichts. So. Ja. Wo geht's denn hier lang? Das ist ja wie Forest hier gerade. Wenn jetzt hier gleich Ureinwohner kommen, dann ist aber vorbei. So. Ich hätte den anderen Bovista auch mitnehmen sollen. Aber zum Essen. Du kleiner Stock. Weißt du was? Komm da halt mit, du kleiner Stock. Du kleiner Keck. So. In so einer Höhle kann man bestimmt auch gut sein Lagerfeuer und sein Bettchen machen, ne? Oh. Da war ein Skorpion. Eigentlich ist die Höhle prädestiniert dafür. Oh, ich bin überladen. Weil ich einen Stock trage. Ja, Toberharz, okay. Dann könnte ich theoretisch mal was trinken, ne? Herstellung, ich trinke mal eben. Vielleicht geht's dann wieder. Jo, geh wieder. Aber ich muss die Pilze mitnehmen. Wie mache ich denn das? Kann ich das Ei essen? Ist es eine gute Idee, das Ei roh zu essen? Ich meine, klar, warum nicht? Ja. So, ich hoffe, hier ist kein Skorpion. In the glory night. Children of tomorrow dream their dream. In the wind of change. Wind of change. Take me. Da hinten ist unser... Oh, das Gute ist, wir können immer einen Bauplan aufstellen. Dann sehen wir immer, wo wir hin müssen. Auch nachts. Gerade nachts. Hier ist also noch ein Geheimeingang, okay? Okay. Auf geht's nach Hause. So. Warte, Einstellung. Ich mach mal die Helligkeit wieder zurück. Düdelüdelü. Bupp. So, ist eigentlich Nacht, Leute. Na, ihr lieben Hühnchen. Bald werde ich euch braten. Guck mal, wenn du einfach eine Baustelle machst, so einen Bauplan, dann sieht man nachts immer, wo man zurück muss. Das ist voll geil. Das ist ziemlich cool. So. Aua. So. Warte, ich wollte noch was zu essen machen, ne? Eine Stunde. Das sollte reichen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Ups. Was? So, okay. Interaktione. Dann mache ich mal hier. Spiegeleier kann ich nicht machen. Okay. Aber den kann ich machen. Herstellen. So, die Jess ist schon weg. Was? Ja, dann nehme ich das Danke zurück. Das ist frech. Das ist aber nur frech. Also da habe ich jetzt... wow. Trifft mich ein bisschen. Na gut. So, Seibix Crafter, Dankeschön. Vielen Dank, Seibix. Warte, dann hau ich mal das mal... Nicht herstellen. Essen, Mann. Achso, was sind das hier eigentlich? Getrocknete Pilze. Dehydrierer. Für Lebensmittel. Okay. Inventar.
Wir haben diese reife Kokosnuss, die kann man natürlich auch noch essen, aber wo ist denn... Ach, hier. So. Und die reife Kokosnuss behalte ich mal lieber, ne? Wie lange ist die haltbar? Gefühlt endlos. Okay, ist ein Baumaterial. Wasser des Lebens, besondere Ressourcen, okay. Gut, dann lass uns schlafen. So. Ich würde echt gerne speichern. Okay, wir können speichern und beenden. Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Kiste bauen ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir sollten wirklich eine Kiste bauen. Eine Kiste. Gebäude, Haus, Schiffe, andere Gegenstände, Ressourcen. Nein. Haben wir irgendwo Lager oder so? Ausrüstung, Fernkampfwaffen, Nahkampfwaffen, Feuerstein, Werkzeuge, Heilung. Das war doch relativ weit oben. Zu was zählen die Kisten hier? Zu Gebäuden, natürlich. Das ist uns allen klar. So, das sollte gehen. Wie passt da rein? 40 Gewichtseinheiten. Ich baue eine Kiste. Ist alles erstmal ein bisschen schäbig hier, aber so mögen wir es ja. Schäbig ist unser Ding, Leute. So, ganz ehrlich, das sieht aus wie ein Klo. Und ich liebe es. So, Interaktion, rein da. So, es bewölkt heute. Okay, Kiste aus Stöcken, G ändern. Oh, ich kann die bewegen, geil, Interaktion. So, ich möchte gerne die Tabakblätter da reinlegen. Ich weiß nicht, was noch alles hier, die verdorbenen Dingens, die Federn brauchen wir nicht. Die Knochen kann ich hier mal sammeln, dann haben wir hier drei Würmer. Ich hoffe, die sind noch haltbar. Wir haben noch einen Brotleib, der hält auch noch ein bisschen. Den Stein, drei Steine haben wir noch, den massiven Stein auf jeden Fall hier. Oh. Die drei Steine. Den Riesenbovist. Oh, die hier, ach, die Muscheln halten auch für immer. Okay, cool, dann schmeiß ich mal hier rein. Dann können wir die später wegschlabbern. 10 Kamillenblumen halten auch ewig. Sehr gut. Eine Lioni. Die Dinger hier. Und noch breite Blätter können wir brauchen wegen, ne? Spindelfeuerstarter, wegen, bla. Salbeiblumen für komplexere Herstellung. Dann bleiben die hier. Okay, ich glaube, das reicht, ne? Ich glaube, das reicht. So, was müssen wir als nächstes machen? Lynn, dein Ernst? Oh, da freue ich mich schon drauf. Ich würde das aber auch Kai übergeben, ja? Mach dir mal keine Gedanken. Das geben wir an Kai, dann passt das schon. Oh nein, oh, diese verdammte Meinungsfreiheit im Twitch-Chat. Schlimm. Wer kennt sie nicht? No. Ich hoffe, da kommt wirklich was. Jetzt nicht wegen dir, sondern, ich würde es amüsant finden. So. Oh Mann. Aber das war nicht der Kollege von vorhin, oder? Das war doch nicht der... War das der Kollege von vorhin? Ja, das war der. Großartig, dass der das war. Hä, da passt ja alles zusammen. Hä, das war jedes Klischee. Ach so, der mit dem Game ist lame. Ach so, nee, den meine ich gar nicht. Den meine ich gar nicht. Ich dachte, der andere von ganz vorhin. Der sich aufgeregt hat, weil wir lustige Spielebeschreibungen hatten. Der Kollege Schnü... Oh, schade. Das wäre natürlich großartig gewesen. Aber na gut, das ist auch gut. Das ist auch gut. Prima. Ach, Träumchen. So. Was suche ich gerade? Ich suche immer noch einen großen Zweig, ne? Und eigentlich gerade noch... Essen, Trinkies und so. Wir können wieder Kokosnüsse, kann man noch mitnehmen von hier. Das würde gehen. So, warte, wenn wir hier, nee, fällen will ich gar nicht. Ich will ja interagieren. So, ernten. Aber auf Dauer ist es halt nichts. Wir brauchen halt, diese großen Äste. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr, ich springe mal nicht runter. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr ins Landesinnere gehen.
Weißt du was? Ich lasse die Kokosnüsse mal hier. So. Meinungsfreiheit hier finde ich auch weird. Als ob Leute nicht wissen, dass die Leute hier geknechtet werden und unterdrückt. Das ist doch allgemein bekannt. So. Ich verstehe es mit den Drohnen mit Anwälten nicht. Das ist halt einfach. Das ist so absurd geworden, ne? Wegen jedem Scheiß. Nein, du hast meine Befindlichkeit gestört. Ich verklage dich. Ja, nun. In der Grotte waren aber kleine Äste nur. Keine großen. Wenn ich es richtig gesehen habe. In letzter Zeit wirkst du so hasserfüllt. Stiertank Number One. Sei mir nicht böse, aber du scheinst kein sehr empathischer Mensch zu sein und du kannst Emotionen nicht richtig lesen. Ich bin in letzter Zeit so entspannt wie schon lange nicht mehr. Also richtig entspannt. Hass erfüllt? Da hast du hier vor ein paar Jahren aber nicht zugeschaut. Salbei haben wir schon. Haben wir schon mitgenommen. Das ist die erwachsene Version von Ich sag's meiner Mutter. Ja, stimmt. Ist wirklich so. Das stimmt. Hass macht Erik entspannt. Ach, ein Träumchen. So. Weil du dich bei Leuten wie Mr. Fleck aufregst. Ja, aber das ist eine Ausnahme. Und ganz ehrlich, das geht ja seit Jahren schon so. Aber ansonsten bin ich auch tiefenentspannt. Akkunatz, dankeschön. Vielen Dank, Akkunatz. So. Selbst beim Finanzamt bin ich entspannt. Auch da bin ich entspannt. Ich verstehe die Sachen nicht, aber ich bin super entspannt. So. Mein Bettlaken ist weniger entspannt. Ja gut, aber du bist ja auch aktiv. So, warte. Was du vielleicht meinst, ist, dass ich zynisch und sarkastisch bin. Aber das war ich schon immer. Auf eine herzerwärmende, joviale Art und Weise. So, warte. Was war denn hier? Hibiskus! Wir können Tee machen! Oh, geil! Eine Schlange hat uns gebissen. Aber wir sind nicht vergiftet. Oh Gott, zwei Schaden genommen. Habe ich mich erschrocken. Gott, wir wären fast tot gewesen. Kokospflaumen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich kenne dich als ruhigen Pol und will nicht, dass du dich wegen Kleinigkeiten kaputt machst. Aber ich bin's. Hä? Oh Gott. Warte. Jetzt bin ich unentspannt. Hä? Sag mal! Die ganze verschissene Insel hier! Eine Harpie! Okay. Auf die Schultern nehmen. Komm, mein kleiner Vogel, komm! Bark, 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 bark. Ach, das war ihr Nest hier? Boah, weg damit. Warte, erstmal gucken hier. Vogelnest! Oh, wir kriegen wieder neue Vogeleier, geil! Ja, nice. So sieht unentspannt aus. Ja, das stimmt, Alter. Die lebt noch. Keine Sorge. Im Inventar legen. Sehr gut. Und dann nehme ich... Komm. Komm, mein Kleiner. Flieg. Flieg. Chili. Chili, Chili, Chili. Ich muss aus der Sonne raus, ne? Wir sind ein bisschen, wir kriegen gleich Sonnenbrand. Chili, Chili. Fluppidi, Flu. Kannst du den werfen? Warte, ich guck gleich mal. Geh erstmal aus der Sonne raus. Hier. Nee, geht leider nicht. Schade. Ich wollte gerade das Fliegen beibringen. Oh. Okay, gut. Hab ich mich erschrocken. Jetzt wissen wir, wir können diese komischen Viecher einfach... Oh, Mist. In der Sonne kann ich nicht... Okay, Ich muss kurz gucken wegen der Sonne. Kann ich hier in den Schatten? Nee. Ist hier irgendwo Schatten? Hier. Nein. Oh, shit. Warte kurz. Warte. Ich kann nicht! Warte. Ich bin sehr erschöpft hier in der Sonne und wenn ich zu lange in der Sonne bin, kriege ich einen Sonnenbrand oder so, ne? Oder einen Sonnenkoller oder sowas. Oh. Aber habe ich keinen... Kann ich den Vogel, den ich als Schatten, so als Sonnenhut nehmen? Wieso geht das denn nicht? Okay, warte kurz. Ah. Ah. Ich finde das Spiel auch super solide. Ich habe einen Schatten, wenn er es hilft.
Wenn ich mich da unterstellen kann, gerne. Cybex, dankeschön. Vielen Dank nochmal, Cybex. Dankeschön. Chillers Art, ja, das neue von, oder? Ich kann es gerade nicht richtig lesen, aber das neue von Chillers Art. Ich hab's auf dem Schirm. Ach, weil wir den Dingens, weil wir den komischen Gockel tragen. Deswegen sind wir so ausgelastet. Ach, so. Oh, lass nochmal Hibiskus. Raimiri, auch dir Dankeschön. Vielen Dank. Raimiri, ach, sag mal, halt doch mal die Fresse da hinten jetzt. Unentspannt. Raimiri, Dankeschön, vielen Dank. Warte mal, ich muss ganz kurz eben. Ich muss Gegenstände von meiner Schulter fallen lassen. Ich kann auch nicht auf die Karte gucken. Flieg. Flieg. Ja, du schaffst es. Okay, warte, wir sind hier. Wo ist unser Lager ungefähr? Wir müssen eigentlich in diese Richtung, ne? Zum Meer. Ist unser Lager hier oben? Ne, warte mal, der Baum war hier. Liane. Hier müssen. Okay, wir müssen einfach geradeaus in diese. Mist, ich dachte, das Spiel pausiert. Gnomo, dankeschön. Oh nein, wo ist denn die Harpie? Oh no. Nein, wo ist die hin? Sieht jemand die Harpie? Halt die Fresse rein. Boah, der, ganz ehrlich, den schnapp ich mir auch noch. Den schnapp ich mir auch noch. Wenn der nicht gleich, dann aber. Uiuiui. So, warte. Die ist doch hier irgendwo, die muss doch runtergerollt sein. Also wird die wahrscheinlich irgendwo am Fuße des Berges. Die ist nicht allzu schnell gerollt. Die wird also nicht wieder hochgerollt sein irgendwo. Die muss doch hier unten irgendwo angelandet sein. Und die ist auch nicht klein. Im sonnigen Gebiet? In der sonnigen Gebiet? Im sonnigen Gebiet, sagst du? Aha. Aber wo da? Wo denn hier? Auf halber Höhe? Im sonnigen Gebiet auf halber Höhe. Da sind wir jetzt gerade. Danke, Chat. Ihr seid super. So. Okay. Ich lege jetzt nochmal hier hin. Bleib liegen. Bleib liegen. Nein, wir müssen nach Westen. Das wäre dann da irgendwo. So, okay, okay, okay. Prima, auf geht's. Cybex, nochmal Dankeschön. Was machst du denn da? Ach, schon wieder das Ding. Hier sind zwei. Es sind zwei. Und da unten ist ein Wildschwein. Was ist denn hier los? Ich will doch nur zum Strand. Ich habe das Gefühl, ich muss mal meinen Weg hier freischießen. Also warte. Warte, warte. Das Spiel ist schön lang. Ich denke, dass es Spaß machen wird. Ganz ehrlich, wenn ich hier weiter so und so Fortschritte mache, dann muss ich ja 7 Jahre spielen. Warte. Ich muss kurz Energie tanken. Energie. So. So, dass man große Äste nordöstlich von der Grotte aus findet. Oh, das ist noch ein großer Stein. Sehr gut. Den könnten wir brauchen. Bleib liegen. Nein, bleib liegen. Komm. Blieb, 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 blieb. So, auf geht's. Ich war beim Tierhändler, Leute. Ich habe mir einen Papagei gekauft. Er ist schon handzahm. Er kommt schon jetzt auf die Schulter. Schilieb, schilieb, blieb, 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 blieb. So, ich werde nachher ein bisschen Hirse auf die Fensterbank legen. Dann kann er sich ein bisschen satt futtern. So ein Lieber. Ah. So. Oh, Moment. Ich bin geistig erschöpft. Er ist jetzt Pirat. So. Flump. Plump, plump, plump.
Die großen Äste sind auf der Karte von Gronkh freigeschaltet, er findet sie noch nicht. Aber ich habe sie gesucht, ich habe nur die anderen, die langen Äste meinst du? Das sind die langen Äste, oder die langen Zweige, die wir da haben. Die großen Äste, aber wir können gleich mal gucken, ja, dann sehen wir mal. Lass ihn mal fliegen, ich würde gerne, aber es geht leider nicht. Wir können gleich mal auf die Karte gucken. Wenn ich die hab hier, die ich sehr liebe und schätze, wenn ich jetzt hier auf den Stein setzen will, damit sie sich erholt im Schatten, weil ist ein bisschen heiß geworden, deswegen fliegt sie nicht mehr. Guck mal, aber auf dem kühlen Stein, bleibt die da liegen oder despawnt die? So, warte, lass mich mal kurz gucken. Nee, das hier ist ein langer Stock. Das ist der lange Stock und wir brauchen einen großen Ast. Da gibt es Unterschiede. Lange Stöcke haben wir, daraus machen wir die Speere und wir brauchen aber einen großen Ast. Wildschwein haben wir gerade gesehen, Hibiskus. Wir haben mehr aufgedeckt gerade, glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben gerade mehr aufgedeckt. Die spawnt leider. Okay, dann, okay, ich kriege eine Feder. Ich krieg nur eine Feder aus dem Ding. Alle Ressourcen gewonnen. Beim Wildschwein war ein großer Ast. Warte. Beim Wildschwein? Ach, da drunter. Da drunter. Ja, ja, gut. Das ist natürlich aber auch knifflig und großes Wildschwein. Wie besiege ich das denn? Wie soll ich das denn besiegen? Wir gucken mal. Dazu müssen wir darüber, glaube ich, ne? Ja, genau in die Richtung. Genau in die Richtung ist das. Okay. Gut. Hatte ich schon jemals erzählt, dass du Kurt Krömer zum Wechseln ähnlich siehst? Kurt Krömer sieht ganz anders aus als ich. Also wirklich ganz anders. Da ist optisch. Nee. Das ist optisch. Ich weiß, ob du Kurt Krömer schon mal gesehen hast, weil der sieht ganz anders aus. Ich weiß nicht, was du meinst, wa? So, okay. Haben wir noch Dinge zum Essen? Okay, Hibiskusblüten. Warte, ich geh nochmal ganz kurz ans Körbchen. So, die Körbchengröße ist bald voll. Ikakofrucht. Oh, gibt Wasser. Aber nicht viel. Aber Ikakofrucht. Kann von Ikakobäumen gesammelt werden. Boah, das ist natürlich vom Feinsten. So, Federn haben wir ordentlich gekriegt gerade. Würmer auch. Ach, die Federn haben wir auf dem Nest, glaube ich, ne? Wir haben wieder Eier. Wir können wieder Omelette ballern. Aber wir müssen erstmal die hier machen. Ich würde sagen, ich esse erstmal die Krabbe. Die Eier essen wir später. Pilzzunder, auch gut. Können wir auch gut brauchen. Massiver Stein. Behälter voll. Wer hätte es gedacht? Das ist jetzt natürlich ungewöhnlich. Weißt du was? Ich mache eine zweite Kiste. Beide alt. Ich glaube, kommen wir auch rüber. Weißt du, dass du Arnold Schwarzenegger zum Verwechseln ähnlich siehst? Ja, bei dem Jungen bitte, nicht im heutigen. Bitte. Ich weiß nicht, warum mir das wichtig wäre. Ich habe keine Ahnung. So. Warte. Okay, was ist hier? Geschützte Kiste? Ach so. Aha. Ah, gut, ich mache mal eine ungeschützte. Okay, ich platziere mal die zweite Kiste. Bam. Nein. Platzieren. So, warte. Interaktion und jetzt rein da mit dem Lachs. So, zweite Kiste ist passiert. Ich würde sagen, ich hau da mal Steine rein, ne? Weil die sind ziemlich schwer. Ich glaube, es ist gut, wenn wir dann hier Steine, dann können wir sagen, okay, wir haben alle Steine da drin. Alles Steinähnliche auch, so Steinschneider und sowas, wobei die nehme ich mit. Aber dann haben wir da alles drin, was Steine angeht. Wenn das Brot länger hier drin liegt, können wir das auch in die Steinkiste packen. So. 16. Okay, 8 wiegt so ein Stein. 22 von 40. War eine gute Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung. Kurzohrfuchs, was machen wir mit dem? Robuster Feuerstarter. Ach, das ist Eisenfeuerstein. Ich dachte schon. Essbar, am besten. Hab gesabbert einfach. Kurzohrfuchs. So. Okay. Ich überlege, weißt du was? Wir machen uns einen schönen Kurzhaarfuchs zum Essen, oder? 3 Wasser gibt's auch noch. Können wir noch rausmergeln. Warte. Ich interagiere mal mit dem Lagerfeuer. Unser Zunderding geht bald auch. Auch ein bisschen, so 3 Stunden. Das reicht doch. So, Interaktion. Ich hätte gerne einen gebratenen Kurzohrfuchs. Geil. 30 Minuten.
Das ist ein Träumchen. Spiegeleier. Die Eier habe ich weggeräumt. Aber den hier würde ich auch nochmal schnell machen. Bevor der abläuft. Ich habe gerade eine Mücke gehört. Das finde ich nicht gut. So, Kurzohr. Ich esse einen ganzen Kurzohrfuchs und ich kriege nur so viel dazu. Alter, ich... Junge, bin ich verfressen. Das bringt genauso viel wie eine Krabbe. So, die habe ich auch gegessen. Dann gehe ich mal schlafen, ne? 9 Stunden, let's go. Habe ich mir verdient.